Treiber. Alles schön und gut, aber Stimbeeren, ja, da kriegen wir halt auch immer sau viele davon. Nagro, ja, wunderbar. Mehr davon. Fiber ist alles schön und gut. Na, nur wieder Nagros. Ja, wunderbar. Her damit. Oh ne, ich habe eine Idee, wie wir den nennen. Ich kenne den Hund, der heißt auch so, der heißt Dömpi, ja. Und deswegen nennen wir auch dann den Dodo einfach Dömpi, ja. Ich glaube, der ist von der Art her auch so. Wenn ich ihn wiederfinde, da ist er. Wie schaut's bei dir aus? Oh, schaut gut aus. Schaut gut aus, Dodo, Alter. Ist ein bisschen, also nach der Aktion ist er auf jeden Fall ein bisschen durch den Wind. Aber wir kriegen das hin, glaube ich. Schaut gut aus. Haben wir auf jeden Fall 24 Fleisch gerade. Ist Wahnsinn. Ist echt Wahnsinn. Unconscious, das sinkt einfach in so einer Geschwindigkeit. Ich kann die Bären gar nicht schnell genug heranbringen. Also für jeden, der denkt, das ist, das schaut immer so aus, ja, als würden dann Let's Player, die eben gerade ein Tier tamen, dann irgendwie durchdrehen, wenn sie so ein Viech tamen wollen. Ja, es ist wirklich so. Wir drehen wirklich durch, weil das echt, du brauchst so viel Zeug einfach auf einen Schlag. Ja, und kriegst es aber einfach nicht ran. Zumindest nicht in der Geschwindigkeit, wie du es brauchst. Und gerade Narkobären oder wie die heißen, Narkotiks halt, ja, die sind halt einfach so rar gesät, ja, und wenn du da nicht gleich mit 30, 40 von den Dingern anfängst, ja, dann musst du halt echt Gas geben, damit du das ranbekommst. Und ich habe eher so die Befürchtung, dass uns das Viech irgendwann einfach aufsteht, wenn wir nicht schnell genug sind. Und dann ist die ganze Arbeit hier quasi umsonst, wenn ich ihn jetzt... Wo ist er? Oh fuck, wo ist er? Da liegt er. Der ist fast wach. Alter Schwede, der ist fast wach. Okay, ich esse jetzt mal die anderen Bären. Weil ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Food. Dann kriegt er noch von mir diese Tintobären. Also Essen hat er auf jeden Fall mehr als genug dabei. Wir brauchen Nagrobären. Alter. Ich bin wahnsinnig. Ja, wunderbar. Mehr davon. Ja, komm, gib mir. Gönn mir Bären, ja. Oh ja, super. Mehr davon. Das wollen wir so sehen und nicht anders. Oh Mann. Ja, I have tamed the Dodo. Dodo. Oh, wie geil. Wir haben denn unseren ersten eigenen Dodo. Wie cool. Oh, wie schön. Oh, Name. Dömpi. Das ist Dömpi. Hi, Dömpi. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall so schnell wie irgend geht zurück. Dodo. Du. Unclaim? Nee. Disable Following? Nee. Neutral. Enable Wandering. Alles klar, passt. Komm, wir gehen. Dömpi, lauf, Dömpi! Dömpi! Ist der cool? Freunde, ich freue mich gerade wie ein Schnitzel, ohne Scheiß. Das ist einfach nur so cool, allein wie der läuft, ist schon die absolute Schau hier. Das ist super. Dömpi ist mit am Start. Ich hoffe, Dömpi bleibt auch dran und Dömpi läuft jetzt nicht durchs Wasser und wird von Haien gefressen oder sowas. Dömpi! Das ist ja cool. Das ist ja so schön. Wir haben Dömpi gezähmt, ja, und Dömpi ist ein cooler Typ. Wir müssen bloß aufpassen, Dömpi, nicht, dass er hier, Moment, Kumpel. Ich zeig dir gleich, wo der Frosch die Locken hat, ja? So nicht. Lass Dömpi in Ruhe. Sonst gibt's Ärger, und du auch. Je, kommt so ein verquanzter Dilo an. Wir müssen den Stamm versorgen, wir müssen dem Stamm Essen bringen. Haben die irgendwas geschrieben? Hey, Zwerg! Nicht zwingend, was? doch. Da hinten die Aasgeier, siehst du da? Mensch, das nächste Mal kriegt er einen Speer ab, Jungs. Lass bloß Dömpi in Ruhe. Ich muss Dömpi auf jeden Fall auf Auto des... Oh, die sind alle so cool da, ohne Scheiß. Schön ist, Dömpi kannst du halt echt in... Dömpi kann halt jeder Name sein, ne? Dömpi kann männlich, weiblich sein. Ich finde es so cool, dass der Dömpi heißt. Ich bin da total begeistert.
Level 33, ich werd bescheuert. So einen ersten Dodo hier. Wie gesagt, ich habe immer noch ein bisschen Bammel, dass Dumpy von irgendeinem komischen Viech gefressen wird. Alter, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Also, das muss ich nutzen, Freunde. Ihr kennt mich. Ich setze das Wohl des Stamms jetzt hier nicht aufs Spiel, weil ich habe eh schon so viel Fleisch verloren durch das Zähmen von Dumpy. Da würde ich sagen, da muss das jetzt einfach sein. Yay, Level up! Was sagt eigentlich Dumpy dazu, wenn wir hier seine Kumpels massakrieren? Da ist Dumpy. Okay. Dumpy nimmt es nicht so genau mit der Verwandtschaft. Ja. Der Dumpy denkt sich wahrscheinlich auch, ja, die kommt eh nur zum Fressen, ja. Aber es ist halt einfach, so ist es halt, ne? Gruppieren, ja, Digga. Die haben wir jetzt halt, ne? Wir nehmen noch ein paar Bären mit. Wir brauchen eh ein bisschen, bis Dumpy nachkommt. Und wir müssen auch noch ein Level abverteilen, das mache ich jetzt dann auch gleich. Und deswegen, wir schauen jetzt auf jeden Fall, dass wir Richtung Strand weiterkommen, weil da habe ich noch nie einen Dilo gesehen. Wenn man erstmal hier rum ist, durch das Gröbste hier durch, dann kommt auch, glaube ich, kein Dilo mehr. Wie gesagt, zumindest habe ich noch nie einen da gesehen. Und dann warten wir noch mal kurz auf Dumpy, während wir hier noch ein bisschen was zu essen holen. Wir sind zwar relativ voll, also man kann sich hier wirklich vegetarisch auch oder vegan oder wie auch immer, kann man sich hier echt gut ernähren, aber zumindest ernähren. Gut ist ja relativ, ne? Aber zumindest ernähren und es geht. Ist okay. So, jetzt gucken wir mal kurz rein. Ich möchte auf jeden Fall Melee Damage, nee, ich möchte auf jeden Fall jetzt nochmal bis 200 auf Gesundheit skillen. Was bräuchten wir hier? Was ist extrem wichtig, dass wir es hätten oder dass wir es kriegen? Ich würde vorschlagen, dass wir Narcotics könnten wir herstellen, wenn wir genug Punkte dafür einsetzen würden. Ich will aber eigentlich das alles jetzt gar nicht so skillen. Ich will eigentlich die Punkte, die Engramm-Punkte, will ich eigentlich behalten. Und lieber für die nächsten Levels dann aufsparen. Gerade Level 10 wird ja extrem wichtig. Oh, wir kriegen Zwerg-Army-Experience jetzt, weil wir hier gerade unterwegs sind. Die Jungs sind da fleißig. Oh, hier Talrek. Tlarek oder Talarek? Grüße dich auf jeden Fall. So. Das habe ich nicht gesagt, ich weiß. Dumpy, gib Gas! Komm, Dumpy. Lass dich nicht von der Community erlegen. Okay, wir haben erstmal drauf geschissen und dann stellen wir Dumpy hier vorne erstmal ab. Ja, den nehmen wir dann wieder mit, wenn es soweit ist. Was für ein Dino habe ich gekillt? Ja, du hast von Dino. Hallo. Huhu. Ja, darum haben wir den ja gar nicht. Weil du hast nach Fleisch und deswegen dachte ich, ja, Entschuldigung. Ist mir auch schon passiert. Na, ich dachte, ihr wollt den jagen, weil ihr habt gesagt, ihr braucht Fleisch. Also ja, jetzt haben wir ja Fleisch, aber... Ich hab auch Fleisch! Hey, das ist gut. So, okay, dann bleibst du erstmal hier. So, mein Stamm, ich bringe euch Essen. Ja, huldig dem Zwerg. Oh, ein Hoch auf den Zwerg. Hi ho. Hallo. Okay, mehr als 20 Fleisch geht da nicht rein. Ich hab noch 14. Da geht aber nur 20 rein. Ja. Wir haben jetzt einen Fiomia gezähmt. Komm auch raus. Okay, bin auf dem Weg. Wehe, es tötet einer Dumpy, ich sag's euch. Guck mal, Dumbo. Guck mal, Dumbo an. Ah, wie cool. Darfst du auch gerne. Der ist gut. Nee, ich hab einen Schrank gebaut. Oh. Fein, Dumpy. Immer schön von der Brüstung runterscheißen. Machst du gut. Ey, Moment, was soll das?
Sehr cool. Schmeckt doch lecker. Dompi, komm runter. So, okay. Es ist so super. Es ist so schön. So, ich leg mal nach. Oh Mann, warte mal, Fleisch. Also Essen ist bereit, ja. Also das erste Fleisch ist jetzt fertig. Ich leg jetzt die ganze Zeit nach. Wer Hunger hat, kann einfach bedienen. Was ist das? Was ist hier drin? Spoiled Meat. Oh nee, das nehmen wir mit. Ach, das wollte ich schon immer mal machen. Grillarm mit dem Zwerg. Das ist herrlich, oder? Mensch. Ein, das bei dem Wetter. Ein Traum. Was haben wir denn da? 22 Grad, herrliches Wetter, so muss das sein. So, jetzt muss man. Also genügend Holz für Zaun haben wir jetzt eigentlich, oder? Leute, guckt mal in den Fiomia rein, da sind 300 Holz drin. Ist ja edel. 500 gerade auch hier schon reingetan. Okay, wir gehen da auch mal rein. Könnt ihr mal den Fiomia ausleeren? Wir haben Spoiled Meat dabei. Weil wir bräuchten nämlich jetzt. Da hinten. Bin auf dem Weg. So, okay. Spoiled Meat, tun wir da rein. Das müsste man eigentlich unbedingt auch mal lernen. Wir haben hier die Narcotics. Increases your health, but puts you to sleep. Okay, das ist super wichtig, dass wir da auch vielleicht mal ein bisschen was mitnehmen. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen was mit. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Müssen wir mal später gucken. Da kann man ja Pfeile und so Zeug herstellen. So, wie lange haben wir da noch? Eine Minute, bis es kaputt geht. Also wir müssen uns da echt dran halten. Was haben wir denn hier? Wow, eine riesen Mega-Storage-Box. Alter Schwede, das nimmt Ausmaß hier an. Das ist gerade unglaublich. Ich freue mich voll. Ich weiß, das ist eigentlich total... Ne? Das ist normal. Die Community ist immer... Da bist du mal einen Tag nicht da und dann ist alles gemacht. Ja? muss nur noch Fleisch ranbringen, dann läuft das. Ja, aber so ist so unglaublich, wie das hier abgeht. Das ist so schön. Leute, ich bin jetzt erstmal ein bisschen farm, ne? Bis nachher. Bis später. Ja, isst was, bevor du farm gehst. Steaks sind am Grill. Ja, mach ich. Genau, immer was essen. Ja, hier schon mal. Ich hab über 12 Cooked Meat dabei. Ja, ich hab den Server jetzt umgestellt. Tschüss. Tschüss. Ich hab den Server jetzt umgestellt, jetzt funktioniert das. Oh, Dömpi, du machst das so gut. Ist schon weg. Der ist auch cool hier. Holla, die Waldfee, hat man da Platz in so einem Schrank? Ja, rechts packe ich jetzt komplett Holz rein. Irgendwie. Ja, Holz. So, noch Holz fahren. Ich liebe die Community, das ist einfach so schön. Ich könnte da stundenlang einfach da sitzen und zuhören. Ich finde das super. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Also viel können wir ja nicht machen. Wir können ein paar Speere craften, wir können hier vielleicht mal ein bisschen was reparieren. Aber wir brauchen unbedingt, und zwar jetzt langsam mal wirklich dringend, Sollen wir noch Holz Level fahren 10. oder reicht das? Wir haben bei 7. Also da geht so, noch was. Wir wollen ja jetzt das Gehege bauen. Ich denke mal, da werden wir noch einiges Holz brauchen. Wie viel braucht das denn für so ein Fenster? Also für eine normale Wand brauchst du sogar 40 Holz. Oh krass, okay, dann gehe ich noch was holen. Spoiled Meat kommt da rein. Das müssen wir lernen. Also warte mal, das mache ich jetzt auf jeden Fall, weil das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass du diese Narkotik-Sachen beherrschst. Oder dass du das allgemein tun kannst. 3 haben wir noch übrig. Warte mal jetzt. Nochmal kurz gucken, kann ich da jetzt was machen? Was kann ich da jetzt machen? Necroberries, okay. Oh, wie angenehm. Das funktioniert schon mal. Okay, super. Das funktioniert schon mal. Das ist 1A. Da wird auch wahrscheinlich noch mehr gehen. Da kannst du noch Boosts und so Zeug machen wahrscheinlich. Aber wir können es auf jeden Fall jetzt erstmal machen. Wir brauchen nur diese Necroberries dazu. Okay, dann wenn wir das mal langsam oder so. Was hältst du von der Größe des Geheges? Warte, ich komme gleich. Schauen wir mal. Ja, ist schon, ich glaube, für den Anfang glaube ich nicht schlecht. Also, wenn man überlegt, ich dachte mir so, um die 5 bis 6 großen Dinos da rein zu bekommen, wäre glaube ich ganz gut. Nur noch 2 Felder mehr, das ist nicht schlimm. Ja, dann machen wir 2 Felder mehr. Größer ist immer besser. Weil
Weil bevor der jetzt zu eng wird. Ja, nicht, dass die da drin stehen wie die Sardinen. Dimbi, du bist so cool. Ich mag dich. Wir nehmen die Nacroberries mal raus. Der hat auf jeden Fall die Stimberries, braucht er jetzt auch nicht. Ja, genau, da kriegt er nämlich immer Durchfall drauf. Arme Dumpy, ja. Kann nix dafür und hat hier die übelste Scheißerei am Start. Das können wir so nicht lassen. Wir sammeln für Dumpy auf jeden Fall noch andere Rohstoffe, andere gute Sachen. Und jetzt tun wir erstmal die Nacroberries da wieder rein. Dann können wir nämlich gleich wieder so ein Ding machen. Craften wir mal so ein Teil. Es gibt erstens Erfahrung, und zwar gar nicht mal so schlecht eigentlich. Und da brauchen wir echt nur ein paar Nacros dazu, ne? Ja, also ich würde sagen, das machen wir. Debbie? So. So, Debbie ist am Start. Wo, da oben? Alter Schwede, da ist... Wir müssten echt mal hochkommen. So. Wir besorgen uns jetzt nochmal Nacros. Ich möchte auf jeden Fall richtig viel Nacroberry-Zeug da haben. Und da ordentlich auch noch Nacro-Sachen herstellen. Beziehungsweise, wie gesagt, wir haben noch das Gehege, was wir auch noch bauen wollten. Es gibt so, so unglaublich viel zu tun, Freunde. Das ist unglaublich. Und da bekommt man einfach immer wieder Bock, weiterzumachen, weil es einfach... Wir sind ja jetzt noch am Strand. Wir sind ja noch nicht mal dabei, unsere richtig große Bude, wo jeder sein eigenes Haus innerhalb der Festungsmauern dann baut. Ja, sondern wir sind ja wirklich noch am Start. Ja, wir haben jetzt quasi so... Ich meine, ich bin jetzt noch relativ klein unterwegs, aber wenn man so die anderen anguckt, die haben ja schon ein bisschen was. Und die haben auch schon die ersten Reittiere. Jetzt müssen wir dann langsam auch echt aufbrechen. Und Richtung Insel einwärts, Stadt einwärts, nee, Insel einwärts ziehen.